Die Kindererziehung ist ein sehr wichtiges, sehr vernachlässigtes und ein sehr großes Thema. Und natürlich wird es mir nicht möglich sein, jetzt in 10, 20, 30 Minuten das komplette Thema abzuhandeln. Aber ich möchte auf die Wichtigkeit aufmerksam machen, auf die Bereiche der Kindererziehung aufmerksam machen, auf die Orte der Kindererziehung aufmerksam machen, auf die Zeiten der Kindererziehung aufmerksam machen. Und damit ihr euch weiter darüber informiert, ja, es nützt nichts, jetzt einmal 10, 20, 30 Minuten darüber gesprochen zu haben, aber es ist halt einfach wichtig, das zu erwähnen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Ya ayyuhal ladina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naran, wa quduha an-nas wal hijara. O ihr, die ihr glaubt, hütet euch und eure Familie vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Ja? Menschen und Steine sind der Brennstoff. Hütet euch und eure Familie. Ganz wichtiger Vers, Sure 66, Vers 6, kann jeder nachschlagen. Hütet euch und eure Familie. Wie kann man seine Familie vor dem Feuer schützen? Indem man sich vor das Feuer stellt? Am jüngsten Tag? Nein, am jüngsten Tag ist es zu spät. Das heißt, der Ort des Schutzes ist hier. Wie schützt man die Familie? Indem man die Familie und damit vor allen Dingen die Kinder zur Religion ruft. Indem man ihnen die Religion beibringt. Indem man die Religion lebt vor ihnen und ihnen die Liebe zur Religion vermittelt. Das ist ein ganz wichtiger Vers. Ein Vers, wo Allah sagt, schützt euch und eure Familien. Und jetzt hört zu. Jetzt hört zu, was Ibn Qayyim dazu sagt. Ibn Qayyim sagt, der Vater wird zuerst nach dem Sohn befragt, beziehungsweise nach seinem Kind befragt, bevor das Kind nach seinem Vater befragt wird. Liebe Geschwister, wir hören jedes Mal, und wir haben schon 100 Khutbas gehört, dass die Kinder die Eltern gut behandeln müssen. Wie viele Khutbas habt ihr gehört, welche Rechte die Kinder gegenüber den Eltern haben, dass sie ihnen eine islamische Erziehung gewähren? Wie viele Reden habt ihr darüber gehört? Und wie viele Reden habt ihr auf der... Das andere Thema, dass man die Eltern gut behandeln muss, das ist ein Thema, was extrem wichtig ist. Da gibt es gar keine Frage. Aber warum wird das andere Thema so vernachlässigt? Wisst ihr warum? Weil diejenigen, die die Spende für die Moschee geben, die Eltern sind. Und die bestimmen, was der Imam zu sagen hat. Und deswegen ist das schön, wenn der Imam sagt, ja, ihr müsst die Eltern gut behandeln. Und das ist auch richtig und das ist auch gut. Und dieses Thema ist gar nicht zu vernachlässigen. Und möge Allah die Imame belohnen, die darüber geredet haben. Aber die richtige Absicht muss dabei sein. Nicht die Eltern zufriedenzustellen, dass sie sagen, ja bitte sag mal meinen Kindern, die sollen mir gehorchen. Ja. So. Ibn Qayyim sagt, der Vater wird zuerst nach dem Kind befragen. Was hast du gemacht? Was hast du beigetragen? Was hast du getan? So. Jetzt die Frage, warum ist das so wichtig für uns? Überhaupt die Kindererziehung. Erstmal tue ich aus religiöser Sicht. Wir wollen, dass das Kind am Ende, wenn wir gestorben sind, weil normalerweise, im Normalfall, werden die Kinder älter als die Erwachsenen. Und wenn sie vorher sterben, ja, dann sind sie sowieso für uns sozusagen ein Lohn, beziehungsweise etwas, wodurch die Sünden vergeben werden, wenn wir Sabr haben. Möge Allah unsere Kinder alle beschützen. Aber auf jeden Fall, der Prophet a.s. sagt, إِذَ مَاتَ الرَّجُلُ فِي قَدَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Wenn die Person stirbt, brechen seine Taten ab außer drei. Eine davon ist, ein rechtschaffener Sohn, der für einen Dua macht. Ein rechtschaffender Sohn, der für einen Dua macht. Und aus der Geschichte in Sure 18 lesen wir, ja, dass Khidr einen Jungen getötet hat, weil er seinen Eltern sozusagen das Leben zur Katastrophe machen wird. Guck mal. Das heißt, wir wollen, dass das Kind ist für uns ein Kapital, der für uns Dua macht, wenn wir gestorben sind und dass uns inshallah unsere Rente ist. Die Rente wird hier in Deutschland zusammenbrechen.
Du brauchst Kinder. Das ist die Rente, die schon seit Adam, seit Urzeiten die beste Rente ist. Und deswegen ist es ein absoluter Fehler, wenn wir sagen, wir wollen nur ein, zwei Kinder haben. Und ein es sei denn, es gibt irgendwelche Ausnahmegründe dafür, ja, wie Krankheiten etc. Und es ist ein absoluter Fehler, wenn wir uns nicht um die Erziehung kümmern. So jetzt, die Frage ist, so dann der nächste Punkt, warum das so wichtig ist, sind weltliche Dinge. Eine starke Gemeinschaft besteht aus starken Individuen und ein starkes Individuum ist normalerweise ein Individuum, was eine starke Erziehung genossen hat. Jeder Führer der Welt, jeder Führer in der Weltgeschichte, der ein bisschen Plan hat von der Politik, sobald er an die Macht kommt, das Erste, was er versucht, oder einer seiner ersten Schritte ist, die Gedanken der Menschen zu kontrollieren. Denn wer die Gedanken, denn Menschen machen Gedanken und wer die Gedanken kontrolliert, kontrolliert die Menschen. Also versucht er als Erstes, die Medien zu kontrollieren und als Zweites die Bildung zu kontrollieren. Schau dir das an. Schau dir das an. Die Bildung und die Medien, das ist sowas von wichtig. Aber auf jeden Fall. Jetzt kommt natürlich wieder die Jammerlappen-Mentalität und die gesagt hat, ja, ja, wir haben ja keine Möglichkeiten, die Medien sind in den Händen anderer, die Bildung ist in den Händen anderer. Was sage ich dazu? Ich sage dazu, halt den Mund. Fürchte Allah so gut du kannst und höre auf zu jammern, dann mache selber eine Zeitung auf. Dann mache selber einen Fernsehkanal auf. Dann mache selber etwas für die Kinder bei dir zu Hause, lade die aus dem Umfeld ein oder was auch immer, aber hör auf zu jammern. Okay? So, jetzt. Was sind die Bereiche der Kindererziehung, wo wir die Kinder erziehen? Erstens in der puren Religion. Pure Religion. Das heißt, dass man den Kindern beibringt, wie sie beten, wie sie fasten, wie sie die Gebetsrichtung, wie sie die Gebetsrichtung finden. Was die Gebetszeiten sind, das heißt die Bedingungen des Gebets, wie sie Wudu machen, die Gebetswaschung verrichten, das sind Dinge, die man im frühen Kindesalter schon beibringen kann. Und wie kann man die beibringen? Durchs Vormachen einfach. Komm, mach mal mit. Und die meisten Kinder haben Spaß daran. Wenn die Eltern zu Hause beten, die Kinder beten mit, das ist für die ein Event, da freuen die sich. Ah, boah, super, alle beten mit, wir sind eine Familie. Das ist eine Gemeinschaft, dieses Gemeinschaftsgebet ist eine super Angelegenheit für euch oder für uns, wo wir in einem nicht-islamischen Land leben, unsere Kinder die Religion lieb zu machen. Weil das ist der Schlüssel, die Liebe zur Religion zu vermitteln. Das heißt, Gemeinschaftsgebet zu Hause beten. Komm, alle beten jetzt. Und dann zieht das Mädchen das Kopftuch an und ist stolz und ist dabei und ah, ich mache Wudu. Die freuen sich. Ja, so. Das heißt, erstmal die Religion, pure Religion. Dann Achlak. Obwohl der Achlak natürlich eigentlich von der Religion gar nicht wirklich zu trennen ist. Aber wenn ich jetzt von Religion rede, dann rede ich von den puren Dingen, die direkt mit der Religion zu tun haben, die spezifisch für den Islam sind. Ja? Was halal ist, was haram ist und so weiter. Die zweite Sache ist, das Benehmen. Achlak, Charaktereigenschaften. Und hier ist etwas sehr, sehr Wichtiges, was ich kurz erwähnen will. Ja, weil wir haben gesagt, die Erziehung ist so wichtig. Wer hat die Erziehung des Propheten alayhi salatu wassalam übernommen? Wer? Allah subhanahu wa ta'ala direkt. Allah subhanahu wa ta'ala direkt. Sein Vater war tot, als er noch im Bauch seiner Mutter war. Seine Mutter ist sehr früh gestorben. Und sein Opa ist gestorben, der praktisch sein Ziehvater war, als er 8 war. Das heißt, praktisch hat Allah subhanahu wa ta'ala, man sieht hier den direkten Einfluss der Erziehung auf den Propheten a.s.w. Und wie hat er ihn unter anderem erzogen? Durch die Beschäftigung, die er ihm gegeben hat. Was war seine Beschäftigung? Er war Schafhirte. Nicht nur Hirte, nicht Hirte von Kamelen, nicht Hirte von Kühen, Schafhirte. Und der Prophet a.s.w. sagt, es gibt keinen Propheten, der nicht die Rennen, das sind Ziegen oder Schafe, gehütet hat. Hat man sich das schon mal Gedanken darüber gemacht? Alle Propheten, weit über 100.000,
waren in, bevor sie Propheten waren, Schafe. Und glaubt es mir, hier in dieser Tatsache seht ihr die Charaktereigenschaften, auf die wir uns konzentrieren müssen. Nummer 1. Was lernst du als Schafshirte? Als Schafshirte bist du unter normalen Umständen, der Prophet war Schafhirte für die Schafe von Ibn Abi Muayyad, bist du normalerweise verantwortlich für die Schafe von anderen Leuten. Das lernst du. Lernst was? Verantwortungsbewusstsein. Wir müssen unsere Kinder zu Verantwortungsbewusstsein erziehen. Das heißt nicht, du musst die jetzt Schafe hirten lassen. Ne? So haben die Salaf das nicht verstanden. Zweitens, Geduld, Standhaftigkeit. Die Schafe machen, was sie wollen, da musst du Geduld haben. Da kannst du nicht sagen, ja, nee, Leute, ich habe jetzt keine Lust mehr, ist zu spät. Drittens, Sanftmütigkeit. Weil da sind Schafe, die sind schwächer, da sind Schafe, die sind stärker, da sind Schafe, die sind schneller, da sind Schafe, die sind langsamer. Und du lernst viertens, mit unterschiedlichen Personen auf unterschiedliche Art und Weise umzugehen. Fünftens, du bist nah zur Natur. Du bist nah zur Natur und das ist sehr wichtig, dass wir nah zur Natur sind. Auch für die Kinder. Und das muss ich mir auch mehr vornehmen. Ja? Sechstens, bescheidenes Leben. Siebtens, Standhaftigkeit. Achtens, Mut. Ein Kind, ein Junge, der Prophet a.s., das war sehr jung gewesen, als er die Schafe gehütet hat. Und geht raus in die Wildnis mit den Schafen. Dadurch lernt man, was? Mut zu haben. Neuntens, Wachsamkeit. Man lernt, wachsam zu sein. Das sind alles Charaktereigenschaften, das sind alles Eigenschaften, die wir beibringen müssen. Und natürlich Ehrlichkeit. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Hirten von Schafen zu tun, aber im Allgemeinen. Das sind die Dinge, wie wir unsere Jugend erziehen müssen. Der dritte Bereich sind weltliche Dinge. Wir müssen verstehen als Muslime, liebe Geschwister, der Islam ist nicht losgelöst von den weltlichen Begebenheiten. Wir brauchen im Islam Spezialisten im Ingenieurwesen, Spezialisten in der Medizin, Spezialisten für die Fragen der Zukunft. Wenn zu mir Brüder kommen und die fragen mich, was sie studieren sollen, dann sage ich zu ihnen, studiert erneuerbare Energien. Studiert, wie man Trinkwasser, wie man verdrecktes Wasser reinigen kann. Das sind die Probleme, die auf die islamische Umma zukommen. Der Bruder kommt aus dem Iran. Gerade im Iran, in den sunnitischen Gebieten, gibt es gerade Dürren, wo die Menschen kein vernünftiges Trinkwasser mehr haben. So, das brauchen wir auch. Der Prophet a.s. war jemand, der auf die Situation der Lage so reagiert hat. Das heißt, wir sind keine Leute, weil viele Leute, wenn wir über Erziehung der Kinder reden, dann meinen sie, wir reden jetzt darüber, wie sie den Koran auswendig lernen sollen. Koran auswendig lernen ist eine tolle Sache. Ist eine super Sache, aber es ist Fadl Kifaya. Und das machen viele. Und ich motiviere jeden dazu, sein Kind den Koran beizubringen. Da gibt es verschiedene Methoden, worüber wir auch nochmal vernünftig reden können. Wie gesagt, wir haben jetzt gerade über die Wichtigkeit der Erziehung reden und die Bereiche der Erziehung. Man kann noch sehr viel reden und ich glaube, dass ich euch das alles ein bisschen geschmackvoll gemacht habe oder euch ein bisschen neugierig gemacht habe auf dieses Thema, worauf man achten kann. Jetzt muss man auf eine Sache achten. Was sind die Orte der Erziehung? Was sind die Orte der Erziehung? Erstens das Haus. Der wichtigste Ort der Erziehung ist das eigene Haus. Das ist der wichtigste Ort. Hier, wenn du heute über das Thema Erziehung redest, vor allen Dingen im islamischen Land, dann reden die erstmal darüber, in welche Schule du das Kind schicken sollst. Und das ist schon der Fehler Nummer 1. Weil viele Eltern denken, wenn sie das Kind in eine gute Schule getan hätten, dann hätten sie alles richtig gemacht. Die Schule ist wesentlich weniger beeinflussend als das Elternhaus. Und das sage ich auch zu den Leuten, die wieder in die Jammerlappen-Mentalität reinfallen. Ja, wir leben in Deutschland, es gibt keine islamischen Kindergärten, es gibt keine islamischen Schulen, dann gründe welche.
Gründe welche? Gründe einen Kindergarten. Oder mach bei dir zu Hause einen. Ja? Lade die Kinder ein zu dir nach Hause, wenn du was zu motzen hast. So, fange an. Ich kann es nicht mehr hören. Immer dieses, wir können nicht, wir sind zu schwach. Wir machen uns selber schwach. Hier, die Willenskraft fängt in deinem in deiner eigenen Psyche an. Aber ich weiß nicht, woher diese Krankheit kommt. 100% auf jeden Fall vom Scheitan. Uns wird immer eingeredet, wir können nicht, wir sind zu schwach. Wenn irgendein Sportler so gedacht hätte, der hätte nie im Leben was erreicht. Hätte irgendwie ein Politiker, der die Welt verändert hat, so gedacht, der hätte niemals was erreicht. Aber die Loser-Mentalität, die wird unter den Muslimen verbreitet von A bis Z. So, erstens, denke nicht, es sei eine Ausrede, dass du in Deutschland keine islamischen Schulen hast. Die Schule ist wesentlich weniger beeinflussend, als du denkst. Weil ich höre das immer wieder, ja, was soll man machen, die Kinder gehen in die Schule und da werden sie, worauf kommt es an? Worauf kommt es an? Es kommt darauf an, dass du mit dem Kind kommunizierst. Dass du zu dem Kind eine Vertrauensbasis schaffst. Dass das Kind mit dir redet. Wenn irgendwelche Gedanken kommen, wenn es irgendetwas hört, was den islamischen Vorschriften widerspricht, dass das Kind keine Angst hat, dich zu fragen, zu dir zu kommen, zu sagen, guck mal, Papa, bei mir in der Schule, da wurde heute über die Evolutionstheorie geredet. Bei mir in der Schule, der eine hat eine Freundin. Bei mir in der Schule, die einen beten Jesus an. So, wir müssen ganz sachlich, der ist sachlich mit den Kindern über diese Dinge reden. Aber hier ist das große Problem, was wir die ganze Zeit erlebt haben. Ja, dass keine Liebe zur Religion beigebracht wird, sondern die Kinder werden in die Moschee geschickt. Und da werden sie zusammengeschlagen. Es ist leider teilweise sehr oft so. Und dadurch kriegen sie mehr Angst vor der Religion als alles andere. Anstatt Liebe zu vermitteln. Und die andere Sache ist, ne, dass keine Vertrauensbasis aufgebaut wird. Dass Eltern denken, wenn die Kinder mit irgendwelchen Problemen zu einem kommen, dass sie dann die Kinder angreifen sollen, damit sie gar nicht daran denken. Nein. Wir müssen auf vernünftige Art und Weise mit unseren Kindern reden. Wenn sie aus der Schule beispielsweise kommen, haben eine Frage. Deswegen ist es wichtig, eine Vertrauensbasis zu schaffen. Und wie schaffst du diese Vertrauensbasis? Unter anderem, wenn du ein Kind auch mal begnadigst, wenn es einen Fehler gemacht hat und dazu steht. Das ist ganz wichtig. Das ist so ein gravierender Fehler in vielen muslimischen Familien, wodurch sie die Kinder zu Lügnern erziehen. Sobald das Kind lügt, entkommt es der Strafe. Wenn es aber die Wahrheit sagt, wird es nie Begnadigung erfahren. Dadurch graviert sich bei dem Kind im Unterbewusstsein ein, dass Lügen lange Beine haben und dass die Wahrheit kurze Beine hat. Dass die Wahrheit scheitert. Das ist ein riesengroßer Fehler. Ja? So, das heißt, das Haus, die Schule und das Umfeld. Und das Umfeld. Das heißt, das Umfeld, man muss gucken, wie man das gestaltet. Und ich möchte Ihnen eine Sache sagen. Die Schule und das Umfeld in Deutschland, das ist in meinen Augen, das wird jetzt viele überraschen, gar nicht so schlecht. Weil das wird von vielen immer so verteufelt und schau dir das alles an, die ganzen Facetten und so weiter und so fort. Lass uns das mal analysieren. Was es für negative Aspekte gibt und was für positive Aspekte gibt. Negative Aspekte, beispielsweise Aufruf zu anderen Religionen. Das ist ein negativer Aspekt. Das ist aber leicht zu widerlegen. Da ist leicht drüber zu diskutieren, wenn man Argumente lernt. Glaub mir, wir haben auf alles geantwortet. Und so viele haben wir überzeugt von Nicht-Muslimen, da müsste es für die viel leichter sein, die eigenen Kinder zu überzeugen. So. Was ist noch ein Problem? Unzucht. Unzucht. Ja? Das heißt, dass Unzucht propagiert wird. Sina. Dieselben Probleme haben auch die in Anführungsstrichen strenggläubigen Christen, Katholiken, Evangelikale etc. Denn geschlechtliche Beziehungen vor der Ehe sind im Islam nicht erlaubt. Wie können wir dieses Problem umgehen? Wie können wir das Problem umgehen? Erstmal, indem man darüber redet. Zweitens, indem man Alternativen für das Kind darstellt.
Sportvereine etc. Oder Beschäftigungen, wo das Kind nichts mit solchen Beschäftigungen zu tun hat. Warum sind so viele Jugendliche in die Unzucht hineingerutscht? Weil sie den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als darüber nachzudenken, ja, als über Freundin nachzudenken, rumzuchatten und so weiter. Wenn man dem Kind aber positive oder konstruktive Aufgaben gibt, wodurch es wachsen kann, hat es ganz andere Beschäftigung. Das heißt, ja, aufklären, vernünftige Alternativen bieten. Und drittens, Leute, in Deutschland kann man ab 16 mit Erlaubnis der Eltern heiraten. In Deutschland darf man ab 16 mit Erlaubnis der Eltern heiraten. So. Das heißt, wenn ein Kind kommt und hat sich verliebt beispielsweise in dem Alter, ja, guck mal, wenn jetzt schon bei einigen so, boah, das Fragezeichen aufgeht, das zeigt, du hast was nicht verstanden. Zur Zeit des Propheten, Alaihissalam, wurde viel, viel früher geheiratet. In manchen Ländern ist es gang und gäbe. Die Mutter von meiner Frau hat mit 14 geheiratet. Das war normal gewesen. Und die ist glücklich damit gewesen. So, was ich sage ist, wenn das Kind beispielsweise jemanden gefunden hat, der passend ist, dann soll man die Ehe erleichtern und nicht erschweren. Wie viele Kinder sind in die Irre gegangen, sind in große Sünden gefallen, weil man ihnen die Ehe schwer gemacht hat. So, dann muss man dieses Problem lösen. So, das ist das zweite Problem. So. Das sind eigentlich die zwei Hauptprobleme. Aufruf zu verschiedenen Gedanken, zu verschiedenen Glaubenslehren, kann man ganz einfach widerlegen. Und das Problem mit der Sinna kann man auch widerlegen, indem man andere Beschäftigungen gibt, indem man mit dem Kind auch wieder redet, eine Beziehung aufbaut und indem man die Heirat leichter macht. Das heißt, ich finde es nicht so schlecht. Da gibt es hier und da Musik, den ganzen Kram haben wir auch in den islamischen Ländern. Aber jetzt schau mal in den deutschen Schulen, was auch für positive Aspekte gibt. Verantwortungsbewusstsein. Bruder, fast nirgendwo wird Verantwortungsbewusstsein so geschult wie in den deutschen Schulen. Ist so. Das fängt schon in der Grundschule an. Du bist verantwortlich für die Milch, du bist verantwortlich für den Pausenhof, du bist verantwortlich für die Tafel in dieser Woche. Das fängt damit an. Ich habe mir da viele Gedanken drüber gemacht. Weil als ich in Ägypten war, habe ich mir Gedanken gemacht, was läuft hier schief? Warum laufen so viele Sachen schief? Und es hat viel mit Verantwortung, mangelndem Verantwortungsbewusstsein zu tun. Ja? Es ist alles auswendig lernen, aber das Verantwortungsbewusstsein wird geschult. Zweiter Bereich, wir haben gesagt, weltliches Lernen. In den deutschen Schulen hast du eine gute weltliche Ausbildung. Deswegen seht das Ganze nicht so negativ, sondern versucht eine richtige Beziehung zum Kind aufzubauen. Und dazu gehört auch, wie der Prophet also mit den Kindern war, wie er sie umarmt hat, genommen hat, geliebt hat, Liebe gezeigt hat. Nicht, dass wir zu Hause sitzen wie so ein Patriarch, ja, sondern dass wir eine vertrauensvolle Perspektive, vertrauensvolle Beziehung haben und unsere Liebe zu unseren Kindern zeigen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die Kinder brauchen für eine gesunde Entwicklung. Und wenn man das nicht zeigt, das hinterlässt psychische Narben beim Kind. Das ist sowas von wichtig. So. Dann das Umfeld. Das Umfeld. Was kann man im Umfeld machen, um eine gute Erziehung zu erreichen? Natürlich muss das Kind nicht zum Breakdance-Kurs schicken oder zum Lambada-Tanzkurs oder zum E-Gitarre spielen oder was weiß ich, zum irgendwas anderes, was nur mit Dingen zu tun hat, die mit dem Islam nichts zu tun haben. Ja? Aber man sollte schauen, wo gibt es ein Umfeld? Ja? Und ich persönlich, und man kann gerne anderer Meinung sein, ich bin der Meinung, wir sollten nicht so tun, als wenn wir hier in Deutschland auf einem anderen Planeten leben würden. Wir leben hier in Deutschland und wir leben unter den Menschen hier. Und es nützt meiner Meinung nach überhaupt nichts, zu versuchen, die Kinder so wegzukrallen und irgendwo einzusperren in den Käfig. Das bringt meiner Meinung nach nichts, sondern es bringt nur, dass man fliehen will.
sondern was viel mehr bringt, ist, dass man versucht, eine gesunde Beziehung zum Kind aufzubauen, mit ihm zu diskutieren, da kann man gerne anderer Meinung sein als ich, und bestimmte Dinge, die kritisierbar sind, kritisiert. Dass man sagt, guck mal, wir feiern kein Weihnachten, wir feiern kein Ostern, das sind nicht unsere Feste, etc. Und die Sache genau erklärt. Warum feiern wir kein Weihnachten? Weil man glaubt, dass dort Jesus geboren sei, dass Jesus Gott sei. Und wir Muslime glauben, Kul hu Allahu Ahad, sprich, er ist Allah, ein einzigartiger Einer. Allahu Samad, der ewig Unabhängige, von dem alles abhängig ist. Lam yalid wa lam yulad. Er wurde nicht, hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt. Das heißt, er ist kein Mensch. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, und nicht zu niemandem ist ihm gleich. Das heißt, wir glauben nicht, dass Gott geboren ist. Und dass Gott für die Sünden gestorben ist und wieder auferstanden ist. Ja, war alles, was mit der Beziehung vom Osterfest zu tun hat. So, man erklärt das. So. Aber man kann zum Beispiel schauen, dass man einen Verein reintut, wo man Verantwortungsbewusstsein beigebracht bekommt. Ihr werdet euch wundern, ich wollte ein Kind von mir bei der Freiwilligen Feuerwehr anmelden. Ja. Ich habe auch mit dem Bruder Abu Adam darüber geredet, weil er ja selber bei der Feuerwehr gewesen ist. Ja, nur die hatten keinen Platz mehr frei gehabt. Natürlich gibt es dann hier und da Feste, wo Alkohol getrunken wird. Da muss man ja nicht mitmachen. Okay? Aber weil ich gedacht habe, es ist eine unheimliche Schulung, um Verantwortungsbewusstsein beizubringen und um auch Selbstbewusstsein zu bekommen, dass man etwas kann. Wie gesagt, das sind nur einige Tipps. Man kann über dieses Thema sicherlich noch viel reden. Möge Allah unsere Kinder recht leiten, möge Allah uns recht leiten, möge Allah Deutschland recht leiten. Möge Allah alle Menschen diesem Land recht leiten. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Qulu qawli hadha wa astaghfiru la liya lakum wa lisal muslimin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammad.